die Chemtrail-Front. Hier sehen wir eine Wolkenmasse, die in Wirklichkeit gar keine Wolken sind, sondern Chemtrails, die sich zu einem riesigen Teppich ausgebreitet haben. Man erkennt auch in diesen Wolken schön die Lichtbrechung, diesen öligen Glanz. Und Wolken bilden nicht solche langgezogenen Spitzen. Das ist eine riesige Chemtrail-Front, die sich langsam aber sicher ausbreitet und irgendwann natürlich in einem Unwetter endet und herunterregnet. Und für die, die nicht an Chemtrails glauben, ja, die tun mir leid. Ich kenne da auch so einen, der streitet das ab. Auf den Namen will ich jetzt nicht näher eingehen, ne? Sonst reg ich mich wieder auf. Der Mensch glaubt ja nur an seine, ja, Bitcoins. Aber was wir hier sehen, das ist Barium und andere Chemikalien. Weiß der Henker, was die da oben versprühen. Und ja, und alles kommt runter wieder auf uns. Landet in unserem Essen, in unserem Trinkwasser. Und alleine schon die Bariumwerte in unserem Boden sind so tierisch angestiegen. Es gibt sogar Tage, es gibt Leute, die behaupten, man kann diese Chemtrails auch riechen oder schmecken, ne? Und so eine riesen Chemtrail-Front, das ist der absolute Knaller, ne? Also diese ganzen Kondensstreifen, also was heißt Kondensstreifen? Dieser gesprühte Kacke da, was da aus dem Flugzeug kommt, muss man sich vorstellen, geht auseinander wie ein Teppich und verbindet sich zu einer massiven und breiten Wolkenmasse, die praktisch wie ein Tiefdruckgebiet übers Land zieht, um irgendwie die Sonne zu verdunkeln. Es wird allerdings im Sommer mehr gesprüht als im Winter. Ich nehme an, dass die Regierungen dieser Welt das tun, weil sie uns etwas verschweigen. Unsere Ozonschicht ist schon lange nicht mehr vorhanden und mit diesen Chemtrails versucht man halt die UV-Strahlen abzuwehren und die Gammastrahlung, die von da oben kommt, ne? Dass man praktisch damit eine künstliche Ozonschicht legt, aber dieses Zeug in Wirklichkeit auch sehr, sehr giftig ist, ne? Und man uns das total verschweigt, ne? Überlegen wir mal. In den letzten Jahrzehnten oder auch Jahren kann man beobachten, die Krebserkrankungen steigen an. Viele Leute kriegen Krebs, viele Leute sterben an Krebs. Ich nehme an, dass die Chemtrails dazu beitragen. Unser Körper kann Barium aufnehmen, aber wieder schlecht abbauen. Man wird einfach krank von dem Scheiß. Und die Weltpolitik verschweigt es uns. Unsere korrupten Politiker, dass die das Zeug versprühen. Angela Merkel weiß Bescheid, wie auch alle Präsidenten. Ich nehme an, dass die ganze Länder da fleißig mitmachen. Und dass die ganzen hohen Tiere Bescheid wissen, was da gesprüht wird, aber man tut uns kleinen Bürgern natürlich alles verschweigen. Man will es ja nicht an die große Glocke hängen. Ja Leute, die Ozonschicht ist kaputt, weil das wird eine Massenpanik auslösen. Wir wissen alle, was das heißt, wenn die Ozonschicht im Arsch ist. Ja, und deswegen wird die Scheiße halt gesprüht, um das große Sterben noch ein paar Jahrzehnte herauszuzögern, obwohl es schon lange begonnen hat durch diese Chemtrails. Und was man hier auf den Fotos sieht, das sind halt keine Wolken, wie wir sie kennen. Das sind nicht die schönen Morgenwolken. Das ist die ganze Sauerei, die in die Luft sprühen. Ja, das ist der Chemtrail-Angriff. Die sogenannte Chemtrail-Wolkenfront.
Und solche Dinger werden überall beobachtet. Diese Wolken sind nicht natürlich entstanden, sondern unnatürlich vom Menschen gemacht. Und erfüllen halt für die Großen den Zweck, nicht für uns. So, das war's. Wir sehen uns wieder in einem nächsten Video.